Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ganz viele von euch haben mich auf Snapchat gefragt, ob ich nicht mal zeigen könnte, was es denn so Neues bei DM gibt. Was man Neues bei DM kaufen kann sozusagen. Ich habe natürlich nicht alles da. Ich zeige euch die Sachen, die bei mir neu einziehen durften, die eben auch neu bei DM sind. Ich habe schon einiges getestet und kann euch dazu eine kleine Review abgeben. Ich war heute tatsächlich auch nochmal im DM und habe ein paar Sachen nachgekauft, die ich mir immer wieder nachkaufe. Die Sachen werde ich euch heute auch in diesem Video zeigen. Und ich habe noch eine ganz, ganz große Überraschung für euch. Ich mache euch nämlich ein ganz, ganz tolles Paket zurecht. Ein Gewinnspiel sozusagen. Ihr wisst, dass ich nichts davon halte, wenn ich das oben in die Überschrift schreibe, Gewinnspiel, Verlosung und so weiter, denn das zieht meist dann doch viele an, natürlich, dann hätte ich auch mehr Abos, aber ich möchte, dass meine treuen Zuschauer gewinnen und die Leute belohnt werden, die tatsächlich gerne meine Videos schauen, aber meine Meinung dazu wisst ihr. Und ich fange schon wieder an, zu viel zu quatschen, wir legen jetzt einfach los, damit das Video nicht zu lange wird, mit der ersten Neuigkeit und zwar von Sally Hansen. Wir fangen mit Nagellack an, weil ich bin ein kleines Nagellackopfer. Wer weiß das? Ja, viele von euch wahrscheinlich. Da ziehen jetzt einige neue Farben ein. Und zwar nennt sich die Serie Color Therapy. Und ihr wisst, Sally Hansen macht wunderschöne Nagellacke. Allein das Packaging ist super edel, ganz elegant. Ich weiß, so ein Nagellack hat auch einen stolzen Preis, aber die Qualität ist wirklich gut. Also man merkt da schon tatsächlich einen Unterschied. Ich habe jetzt die drei Farben hier. Ich habe die auch mal hier auf dieses Nagellackrad für euch aufgetragen. Ich finde, diese Farbe hier, die ich heute trage, ist wirklich richtig schön für den Frühling und für den kommenden Sommer. Und zwar ist es die 320. Was mir natürlich super gut gefällt, ist diese Farbe hier und zwar die 290. Ihr wisst, ich liebe Pink und für den Sommer kann ich mir das richtig gut vorstellen, wenn man schön gebräunte Haut hat. Richtig cool. Und diese Farbe hier, die finde ich auch richtig schön und zwar ist es die 200. Die kann ich mir gut vorstellen, wenn man zum Beispiel irgendwo eingeladen ist oder zum Beispiel schick essen geht oder zu einer Hochzeit zum Beispiel ein schickes Kleid anhat. Dann passt diese Farbe hier wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt natürlich ganz abgesehen vom Packaging sind die Pinsel auch ganz, ganz toll bei Sally Hansen. Die sind schön breit, sodass ihr ganz einfach euren Nagellack auftragen könnt. Ihr habt dann hier auch noch neue Produkte und zwar zum einen diesen Top Coat. Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Das ist auch ganz neu, ein Produkt, ganz, ganz toll, habe ich heute auch schon aufgetragen mit Arganöl. Riecht ganz, ganz toll. Auch hier ist der Applikator wirklich genial. Also hier lohnt es sich vorbeizuschauen bei Sally Hansen. Dann habe ich dieses hier nachgekauft, das ist auch ganz, ganz neu jetzt bei DM und zwar von TTZ, Hallo Sommer nennt es sich, mit Papaya und Hibiskus. Ich war ja beim Event von TTZ, da habe ich ja auch eine Box kreiert, dazu wird es auch bald ein Video geben und da habe ich hoffentlich dann auch eine ganz, ganz coole Verlosung für euch. Und zwar habe ich das, wie gesagt, nachgekauft, weil es mir so gut gefallen hat, ich hatte das auch in der Goodie Bag. Es ist zwar mit knapp 4 Euro wirklich nicht so günstig, aber es ist wirklich ganz, ganz toll, wenn ihr mal bei DM seid, schnuppert mal dran, dann werdet ihr wahrscheinlich auch so begeistert sein, wie ich es bin. Dann habe ich mir gekauft dieses hier von Palmolive, das ist auch ganz neu, Duftschaumseife, und zwar ist es ein Mousse-Lavendelduft. Es riecht so, so gut und zwar habe ich das in unserem Gäste-WC. Das ist wirklich ganz schön, wenn ihr dann drauf geht quasi auf den Pumpspender, da kommt eben Schaum raus. So, jetzt haben wir es. So sieht es aus und es riecht so, so gut und das muss ich mir jetzt erstmal abwaschen. So, jetzt riechen meine Hände richtig gut. Wir machen weiter mit L'Oreal und zwar wurde mir da eine Mascara zugeschickt. L'Oreal gibt sich da immer unglaublich viel Mühe. Auch hier mit der Verpackung und zwar hatte ich hier so UFOs drin, da haben sich meine Kinder sehr gefreut, aber sie durften sie nicht anfassen, bevor das Video nicht abgedreht ist. Jetzt dürfen sie es essen. Nein, ich mache natürlich nur Spaß. Jedenfalls war diese Mascara hier drin, diese Mega Volume Miss Baby Roll Mascara. Ich habe die jetzt tatsächlich schon ein paar Mal verwendet und ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe ja meine liebste Lieblingsmascara von L'Oreal, meine X-Fiber Mascara, die habe ich euch schon so oft gezeigt. Und bei der hier ist es allerdings so, dass das Bürstchen eben anders ist und deshalb glaube ich, komme ich noch nicht so perfekt damit klar, denn diese Mascara hier verdichtet total die Wimpern und ich glaube, bei mir ist es eher so, dass ich möchte, dass es die Wimpern trennt, also und dass es sie verlängert. Und bei der hier ist es so, dass ich glaube, dass einfach noch zu viel Produkt rauskommt. Ich bin noch so ein bisschen am Rumprobieren, am Testen. Ich glaube, ich muss die auch ein bisschen antrocknen lassen. Vielleicht ist dann das Ergebnis einfach besser.
Sie ist nicht schlecht, das will ich damit gar nicht sagen. Sie ist einfach anders. Ihr könnt es auch am Bürstchen erkennen. Sie hat mal keine Borsten, die so abstehen, sondern es ist so gecurlt. Ne? Ihr könnt es ja erkennen. Also ich teste mich da weiter durch. Ich finde es sehr spannend und ich freue mich natürlich immer, wenn ich Mascara testen kann, denn ihr wisst, ich liebe es, Mascara zu testen. Aber ja, wie gesagt, da bin ich noch nicht so ganz zu 100% sicher, wie ich die finden soll, aber ich wollte es euch heute auf jeden Fall in diesem Video zeigen. Dann machen wir weiter mit einem weiteren Produkt von L'Oréal und zwar diesem hier, Hydra Genius oder Genius. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Aloe Water. Und zwar habe ich das auch schon fleißig verwendet. Ihr könnt es erkennen. Bei mir ist es so, dass ich das für normale Haut habe, bis Mischhaut. Da gibt es drei Varianten. Eine habe ich verschenkt für sensible Haut. An die Nina, an meine Freundin, die habe ich in Frankfurt getroffen. Ihr kennt sie mit Sicherheit alle, wenn nicht, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich verlinke ihren Kanal unten in der Infobox. Und dann gibt es das auch noch für trockene Haut. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier für normale bis Mischhaut. Ich habe echt eine total unkomplizierte Haut. Da kommen wir später noch zu einem weiteren Produkt. Und ich darf allerdings nur ein wenig davon verwenden. Ich habe gemerkt, sobald ich zwei Pumpstöße nehme, ist es zu viel und dann bleibt es auf der Haut so ein bisschen. Dann habe ich wie so einen Film drauf. Ne? Also meine Haut wird dann überpflegt sozusagen. Und deshalb habe ich mir jetzt angewöhnt, nur einen Pumpstoß bzw. einen halb zu nehmen. Und deshalb habe ich auch noch eine ganze Menge übrig, obwohl ich es schon seit bestimmt 4 Wochen verwende. Habt ihr bestimmt auf Instagram gesehen, dass ich das am Testen bin. Und ich bin echt begeistert. Also die Haut ist total frisch danach und man merkt einfach diesen, ja, frische Kick und frühs verwende ich das immer, allerdings nicht abends. Für abends habe ich was anderes und ich bin echt total begeistert und schaut euch bitte das Packaging an. Ne? Wir wissen Bescheid, L'Oréal ist da echt ganz vorne mit dabei. Das ist so Glas und mit diesem wunderschönen Farbton habe ich halt so im Bad stehen, obwohl ich da eigentlich nie was stehen habe. Ich finde es total gut. Ja, wollte ich euch heute eben auch in diesem Video zeigen. Dann habe ich eine LE von Trend It Up. Moment, ich hole sie mal eben. So, ich habe die Produkte jetzt mal hier auf diese Box draufgestellt, weil ich die nicht alle halten kann. Die LE von Trend It Up, die nennt sich Saturn Nudes. Die ist nicht ganz neu. Die neue, die jetzt rausgekommen ist, die habe ich hier vorne auch liegen. Diese Produkte hier, die wandern in eure Gewinnerbox. Denn ihr wisst ja, dass ich beim Trend It Up Event war vor kurzem. Ich habe da noch so, so viele Produkte und deshalb würde ich sie euch gerne zukommen lassen. Das ist schon mal das Erste für euch, aber es geht noch weiter. Wir machen jetzt erstmal weiter mit den anderen Produkten, die neu beim DM sind. Und zwar zum Beispiel auch dieses hier von L'Oréal. Moment, ich habe es gleich. Und zwar dieses Haarspray hier. Ich habe das tatsächlich vorhin mal aufgetragen. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich nie Haarspray verwende, aber meine Jungs haben sich schon mal total gefreut. Werdet ihr dann auch in meinem Aufgebraucht-Video sehen, das ich schon abgedreht habe für euch. Da habe ich euch auch noch was drüber erzählt. Jedenfalls habe ich es mir kurz aufgesprüht und es duftet so, so gut. Der Wahnsinn. Also es riecht so gut. Und hier steht starker Halt, sanfte Wellen und ja, es duftet einfach total gut. Also wenn ihr mal bei DM seid, schnuppert mal dran. Richtig cool. Auch hier mit dem Türkis. Gefällt mir richtig gut. Und dann ist neu eingezogen im DM dieses hier, dieses Creme de Mousse. Ich habe noch die Version, die es schon länger gibt bei DM und zwar dieses hier, extra starker Halt. Und dieses hier ist jetzt für Wellen und normaler Halt. Und da gibt es auch noch eine andere Version. Kann ich euch mal ein Bild einblenden, habe ich extra für euch gemacht bei DM. Das Mousse ist auch richtig gut. Ich mag es sehr gerne. Es duftet auch gut und ihr habt wirklich einen tollen Halt. Könnt ihr mal schauen, falls ihr an sowas interessiert seid, dann ja, könnt ihr es euch mal anschauen. Machen wir weiter mit L'Oréal. Also bei L'Oréal wird wirklich einiges Neues einziehen. Und zwar diese Cushion Foundation in 2 verschiedenen Nuancen, die 20 und die 30. Mit der letzten Cushion Foundation war ich ja leider nicht so zufrieden. Da bin ich auch echt nicht mit zurechtgekommen. Habe ich euch auch ehrlicherweise natürlich in meinem Video gesagt. Ich bin mal gespannt, wie diese hier ist. Ich habe sie noch nicht ausgetestet, werde euch dazu aber natürlich auch meine ehrliche Meinung sagen. Dann haben wir 3 verschiedene Glam Puder und zwar sind die richtig toll. Ich verwende die ganze Zeit dieses hier. Und zwar ist es die Farbe, Moment, ich sag's euch. Nein, ich sag's euch nicht, weil ich es nicht erkennen kann. Keine Ahnung, ich blende es euch ein. Auf jeden Fall diese hier. Das riecht so, so gut. Echt.
Ich liebe dieses Puder. Oh mein Gott, das ist der absolute Wahnsinn. Ihr habt hier auch nochmal die Möglichkeit, euch selbst anzuschauen, beziehungsweise habt hier noch ein Schwämmchen. Und dann habe ich hier, ach seht ihr, ich kann es nicht sehen, weil hier vorne der Name so auf dem Aufkleber drauf ist. Hier habe ich noch Medium Dark und hier Light Clear. Genau, die sind mir zu hell, deshalb werde ich die auch verlosen. Ach, ihr könnt euch über so ein riesiges Paket freuen. Ich freue mich schon total, das zu verschicken und zu verschenken. Ja, aber zurück zum Puder. Wie gesagt, das ist ein Glow Powder. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich bin total zufrieden. Ich habe es jetzt schon auf einige Events mitgenommen. Ich habe es immer in meiner Handtasche und wie gesagt, das duftet unglaublich gut. Dann haben wir drei weitere Produkte von L'Oreal. Das habe ich auch schon ausgetestet und bin nicht so gut damit zurechtgekommen. Und mich nerven gerade meine Haare tierisch. Ihr merkt es schon, ne? Jedenfalls ist es dieses Produkt hier. Gibt es auch wieder in drei verschiedenen Nuancen. Hat es wirklich eine ganz leichte Deckkraft. Und also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich Rötungen habe oder Pickel oder irgendwas abdecken möchte. Aber ich möchte so einen bestimmten Hautton haben. Und den erreiche ich natürlich mit einer Foundation, die eine gewisse Deckkraft hat. Muss gar nicht so viel decken. Also ich weiß nicht, ob ihr gerade mitkommt. Jedenfalls ist die mit Sicherheit perfekt, wenn ich schön gebräunt bin. Also wenn dann mal endlich die Sonne rauskommt. Ich weiß nicht, wo sie bleibt, die Sonne. Falls ihr sie habt, schickt sie mal bitte rüber. Es nervt das Wetter. Aber wenn ich dann gebräunt bin, kann ich mir diese Foundation hier super gut vorstellen und die duftet auch richtig gut. Machen wir weiter mit einer weiteren LE von Trend It Up, die jetzt eben ganz, ganz neu bei DM erhältlich ist. Und zwar nennt sie sich Cool Breeze. Ich habe hier verschiedene Produkte. Ein paar Produkte werde ich tatsächlich auch behalten, weil sie sehr, sehr gut passen, auch zu meinem Hautton. Und zwar zum Beispiel dieses Strobing Powder hier. Das finde ich macht einen richtig schönen Glow, gefällt mir total gut. Man sieht ganz, ganz frisch aus und sonnengeküsst. Also dieses Produkt gefällt mir total gut. Für euch in die Gewinnerbox wird dieses Produkt hier wandern, weil es einfach für mich zu hell ist. Das würde man auf meiner Haut leider nicht sehen. Richtig schön, aber trotzdem gefällt mir sehr, sehr gut. Da wäre was für meine Schwester. Dann habe ich zwei von diesen Produkten hier. Und zwar wird auch hiervon ein Produkt für euch sein. Habe ich auch noch nicht angefasst und noch nicht verwendet. Und dann habe ich noch diese drei Produkte hier, die auch für euch sein werden, weil hier ist so ein Eyeliner, Liquid Eyeliner in Weiß und in Blau und sowas verwende ich nicht. Und eine Mascara, die ist so bräunlich, sowas verwende ich auch nicht. Ich verwende nur schwarze Mascara, deshalb besser für euch. Und dann habe ich euch diese drei Nagellacke, die es eben auch in der LE geben wird, mal geswatcht. Die sind auch richtig schön vom Farbton her, gefallen mir richtig gut. Bei diesem Babyblau hier ist es allerdings so, dass es kaum deckend ist. Also man kann es wirklich kaum sehen. Vielleicht wenn ihr zwei Schichten habt oder eben das Ganze etwas natürlicher haben wollt. Der Farbton hier gefällt mir richtig gut, die 020. Richtig cool, auch vielleicht in zwei Schichten oder eben in einer. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das habe ich schon geswatcht und kann es somit nicht mehr in die Gewinnerbox legen. Aber ich werde euch noch diesen hier dazu legen. Und zwar ist es die 010. Den habe ich natürlich auch noch nicht verwendet. Und deshalb geht das Ganze hier auch noch an euch. Dann kommen wir noch zu weiteren Produkten, die es neu beim DM zu kaufen gibt. Und zwar diese Serie hier von L'Oreal. Damit könnt ihr euch richtig toll abschminken. Ihr könnt euer Gesicht pflegen. Ich habe das heute Morgen auch wieder verwendet. Es ist ein unglaublich guter Rosenduft. Mir gefällt sehr, sehr gut. Ich hatte das tatsächlich auch schon bei DM entdeckt und wollte es mir sofort kaufen. Dann habe ich mir aber erstmal ein paar Reviews dazu durchgelesen und ganz viele haben geschrieben, dass sie dadurch unreine Haut bekommen haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, naja gut, jetzt testest du es selber mal, ne? Weil wie gesagt, ich habe sowieso sehr, sehr unkomplizierte Haut. Mir macht das gar nichts aus und es ist tatsächlich so. Also ich habe davon keine Unreinheiten bekommen, ganz im Gegenteil. Meine Haut strahlt, es riecht unglaublich gut und ich verwende es tatsächlich sehr, sehr gerne. Jetzt kommen wir zum Oberhammer, was es Neues beim DM zu kaufen gibt und zwar ganz, ganz tolle neue Lippenstifte von L'Oreal in Matt. Und ihr wisst ja, dass ich eigentlich überhaupt nicht auf matte Lippenstifte stehe. Das habe ich euch schon mindestens 100.000 Mal gesagt. Denn bei mir ist es immer so, dass ich das Gefühl habe, dass die Lippen austrocknen, dass sich das Ganze in die Lippenfältchen setzt und ich das überhaupt nicht mag, dieses Gefühl. Na, man muss sie gut pflegen vorher, man muss sie danach pflegen und so weiter. Aber bei diesen hier ist es nicht der Fall. Also zum einen riechen die unglaublich gut. Sie lassen sich ganz toll auftragen. Und sie trocknen meine Lippen nicht aus. Ich kann euch mal sagen, welche meine liebste Farbe ist. Und zwar die 463. Habe ich euch auch auf Instagram
gezeigt und nachdem ich mir selbst schon ein paar gekauft habe, werden auch hier ein paar an euch gehen. Ich konnte es nicht lassen. Ich musste mir natürlich selbst welche kaufen. Ich glaube, ich habe mir 4 oder 5 Stück selbst gekauft. Und dann kam dieses Riesenpaket an. Ich habe mich so gefreut. Ich habe das so gefeiert. Hier in diesem Klavierlack, ne, diese Box, wunderschön. Ich werde sie natürlich in Ehren halten. Wenn ihr möchtet, mache ich euch auch hier raus eine Swatch-Party. Wie gesagt, es sind 13 neue Farben, die einziehen. Hier diese hier, das ist eine limitierte Edition und zwar je 636. Ich mag es gar nicht aussprechen, weil ich Angst habe, dass ich dann gehatet werde, weil ich es falsch ausspreche. Jedenfalls könnt ihr euch die Farben mal anschauen. Ich denke, es ist für jeden was dabei, wirklich für jeden Geschmack, jede Farbe. Richtig cool, könnt ihr mal vorbeischauen. Aber wie gesagt, es werden definitiv welche an euch gehen. Ich habe mir jetzt hier schon mal 2 bereitgelegt, aber die anderen liegen da vorne. Ich mache euch dann die Box zurecht, die seht ihr dann am Ende des Videos nochmal. So, ich glaube, das waren jetzt alle Neuigkeiten, die jetzt so für mich neu im DM eingezogen sind, die ich jetzt hier zu Hause habe. Jetzt zeige ich euch noch ganz geschwind die Sachen, die ich mir nachgekauft habe. Und zwar zum einen natürlich wieder meine Neutrogena Abschminktücher. Muss ich jetzt nicht weiter noch mehr darauf eingehen und mehr darüber sagen, denn ihr wisst ja, dass ich sie liebe. Dann habe ich natürlich total unspektakulär meine Evelyn Pads gekauft. Ich hatte mir diese hier, ich habe sie euch einfach mal mitgenommen, dass ich es euch zeige, den Unterschied bei Edeka, diese hier mitgenommen. Oh mein Gott, die sind so grottig, die sind so schlecht, aber ich bin zu der Zeit leider nicht zu DM gekommen und deshalb mussten die schnell mit. Dann habe ich nachgekauft dieses Produkt hier von Rexona und zwar dieses blaue hier, Clean Scent. Ich muss euch sagen, dass ich dieses hier viel besser finde als dieses hier. Das hatte ich mir ja auch gekauft, das brauche ich jetzt natürlich noch auf. Dieses pinke hier finde ich leider vom Geruch her das hier besser. Deshalb habe ich es mir jetzt nachgekauft. Dann habe ich mir, ja, es ist bei uns neu im DM eingezogen, wahrscheinlich habt ihr das schon ewig, und zwar die Produkte von Real Techniques. Und deshalb habe ich mir meinen Sponge nachgekauft, der sieht nämlich echt übel aus. Das ist mein alter, den habe ich euch extra mal mitgenommen, damit ihr das sehen könnt. Und das ist jetzt mein neuer, ja okay, den könnte ich auch mal waschen, den habe ich halt heute verwendet. Und ja, ich wollte euch auch hier in meinem Haul zeigen. Ja, und dann dürfte natürlich noch mein Hitzeschutz einziehen, ganz neu. Das kaufe ich mir ja immer wieder in der glatten Version, da gibt es 2 verschiedene Versionen, das habe ich euch schon super oft gesagt. Allerdings wollten ganz viele wissen, welchen Hitzeschutz ich verwende, nachdem ich euch 10 Tipps abgefilmt habe, wie ich lange und gesunde Haare bekommen habe. Das Video verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Und ja, so viel zu eurer Frage, welchen Hitzeschutz ich verwende. Diesen hier von L'Oreal. Ja, meine Lieben, das war soweit, was neu beim DM eingezogen ist, beziehungsweise hier bei mir zu Hause. Die neuen Produkte, die es bei DM zu kaufen gibt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Lasst mir gerne mal euer Feedback da, ob ihr auch schon was getestet habt von den Produkten, die ich euch gezeigt habe. Und jetzt kommen wir natürlich zur Verlosung für euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich zeige euch jetzt hier mal die Box, die ihr gewinnen könnt. Einige Produkte eben, wie gesagt, die ich doppelt habe, beziehungsweise die mir eben auch zugeschickt wurden und ich sie sehr, sehr gerne mit euch teile. Alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch unten in die Infobox. Schaut gerne mal vorbei. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Abonnieren ist kostenlos. Nicht vergessen, dann verpasst ihr nämlich auch keine Videos mehr von mir. Würde ich mich total freuen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinen beiden letzten Videos mal vorbeischaut. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!